Rundfunk-Sachen gemacht hat. Und sie bringen ihr erste Single-Titel, das kam im Februar erst auf den Markt. Die Gruppe heißt Plastic und das heißt If You Go, You Break My Heart. Plastik. Ja, hat eure Besuch bei uns, euer erster Besuch, hat das was getan fürs Geschäft? Habt ihr mehr Einsätze deshalb gehabt? Ja, wir haben also nach unserem ersten Besuch hier vor 2 Jahren einige Kontakte bekommen zu Plattenfirmen, aber der richtige Erfolg hat sich eigentlich erst eingestellt nach dem Festival der Deutschen Phonoakademie. Ja, das soll ich auch erwähnen. Nicht nur Talentschub tut was für Nachwuchs. Es gibt ein Nachwuchsfestival, die im ersten Jahr in 1978 in München stattfand, von der Deutsche Phonoakademie. Das ist also in der Hauptsache eine Zusammenschluss von den Plattenfirmen in Deutschland, die das alles bezahlen. Und in 1979 war es dann in Würzburg. Und wir haben viele Besucher von diesem Festival. Also ich glaube, Plastik war in die allererste Nachwuchsfestival in München und sonst haben wir eine von Würzburg nachher. Ja, nu, und das hat also noch mehr gebracht, diese Nachwuchsfestival. Ja, wir haben also jetzt seit Februar die erste Schallplatte, das Stück, was wir gerade gespielt haben. Ja, ja. Ja, die verkauft sich so ganz gut. Naja, nach einem Monat weiß man das nicht ganz genau. Und was kriegt ihr pro Platte, wisst ihr das?
Ja, das kann man nicht so genau sagen. Und ich weiß da nicht genau Bescheid drüber, muss ich ehrlich gestehen. Ja, aber es ist genug, um die Produktion zu decken. Ja, genau. Also man verdient bei der ersten Scheibe sicher nicht. Warum habt ihr überhaupt eine Scheibe gemacht? Hält er das? Ich glaube, jeder will das. Aber was ist wichtig dran für euch? Ja, nur das erhöht ja den Bekanntheitsgrad. Ne? Wir kommen besser rum. Wird das im Funk, im Fernsehen, wird im Funk gespielt? Ja, sicher. Wir waren in der Hitparade und so. Geht langsam los. Da kommt man weg von der eigenen Gebiet und im ganzen Deutschlandraum. Okay, ich wünsche damit toi 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 Plastik. Und jetzt haben wir...